Hi. Hallo Leute. Hat sich alles verschoben. Wir sind... Erkennt ihr den Hintergrund noch? War noch derselbe Ausblick wie vorhin. Wir sind einen Tag weiter. Wir wollten gestern losfahren und hatten aber kein Internet. Das Internet ist jetzt total schwach. Dann konnten wir nichts hochladen und nichts nachgucken etc. Das ist die ganze Zeit ausgefallen. Es war dann auch schon Mittag. Also wir hätten dann direkt fahren müssen, aber das haben wir nicht gemacht. Wir dachten, wir probieren es mit dem Internet, hat nicht geklappt. Es wurde Abend, wir sind eine Nacht hier geblieben, wir haben einen Regensturm wieder weiter überlebt. Hat geschüttet heute Nacht. Jetzt ist es 8.44 Uhr. Wir fahren jetzt Wasser füllen. Hier gibt es hier gratis Wasser zum Glück. Und dann geht es nach Spanien. Ich habe gerade... Ja, weil zeig mal, was du gerade gesehen hast. Voll der Schocker. Und wisst ihr, was das Tollste ist? Letztes Jahr um die Zeit waren wir ja an der Mittelmeerküste, ne? Und da war es ja so richtiges, schlechtes, kaltes Wetter. Da haben wir uns gesagt, nee, also ans Mittelmeer, Frankreich, gehen wir nicht mehr. Da ist jetzt Sonnenschein. Jetzt trägt es mir nicht mehr an. Es hat mir in Google Maps angezeigt, Wintersturm in Frankreich. So Warnung. Auf der Route, wo wir sind. So von Mitte Frankreich bis zur spanischen Grenze. Und da sitzen wir jetzt genau zwischen. Mm. Und ganz Nordspanien ist im Regen und ganz Ostspanien am Mittelmeer hat schönes Wetter. Also wir fahren voll durch schlechte Wetter. Und was heißt das? Das heißt, wir fahren auch voll durch. Ja, wir fahren heute nach Spanien, das geht nicht. Au revoir, Frankreich. Ja. France. Sorry. Au revoir, France. Das ist mal sowas. Also das schlechte Wetter verfolgt uns gerade. Ah! Oh Mann, und wir haben schon gesagt, wir reden so viel über das Wetter, das müssen wir aber weniger machen. Wir werden aber jetzt weniger drüber reden, aber... Hoffentlich. Und dann kam eine Wintersturmmeldung. Also, mal schauen. Right. Da soll man rein, das ist einfach genial, Siegig. Und wenn die Leute, andere Leute kein Problem damit haben, dann fahren sie scheinbar nicht hier. So, die Stimmung ist bei uns gerade mal auf dem Tiefpunkt, weil wir haben was richtig Blödes gemacht. Und sind eigentlich richtig stinkig, ja, weil wir haben Wasser gefüllt, nichts vermutend, an einem Klokassettenhahn. Super, da haben wir unseren Frischwassertank mitgefüllt und unseren Trinkwasserkanister. Und dann habe ich mal geguckt und mich gebückt und habe gesehen, so unter einem kleinen Vorsprung stand dann ausgeblichen mit Filzstift geschrieben Rinsange WC-Kassette links und eau propre, so sauberes Wasser rechts, und das Ganze war so 10 cm auseinander ungefähr, und über dem Klokassettenhahn ist es einfach sowas von bescheuert. Oh, solche Momente hasse ich wirklich am Camperleben. Was sind deine Gedanken? Ja, am anderen Hahn hat auch jemand mal eine Kassette ausgespült. Das ist einfach das Prinzip meines Kassettenklo-Prinzip mal beiseite gestellt, da sind wir sowieso nicht von überzeugt, aber das Prinzip, dass man Frischwasser und Klowasser 10 cm oder einen halben Meter nebeneinander baut, das fragt nach Problemen. Natürlich wird da mal jemand falsch das Wasser anschließen. Und es gibt viele Länder, da ist Trinkwasser blau markiert, da könnte man jetzt 5 Meter weiter eine blaue Säule bauen mit einem Trinkwasserhahn dran. Denn ist ganz klar, an einer Stelle wird abgelassen und ein Stück weiter, lass es 5 Meter sein, kann man füllen. Also Versorgung und Entsorgung nicht an einer Stelle. Ich denke, dass wir alles desinfizieren, ablassen, neu füllen werden. Naja, das mal als kleiner Einblick, wenn das WOMO-Leben mal nicht so toll läuft. So, ich melde mich nochmal zurück. Ich habe mir jetzt ein bisschen beruhigen können, noch mal ein bisschen überlegt, und was wir jetzt machen werden, ist das Frischwasser wieder ablassen und neu füllen, sodass es quasi einfach nicht mehr im Tank ist.
faktisch gesehen ist es wahrscheinlich gar nicht so ein Drama, weil das Wasser, was eigentlich in den Tank geht, das geht ja wirklich durch den Schlauch, das wird ja umgespült und die Klokassette, die kommt halt hauptsächlich außen dran. Ja. Also mal gucken, machen wir es halt so. Ist euch das auch schon mal passiert? Was habt ihr denn gemacht dann? So kurz vor Bordeaux, 50 Kilometer noch, mit mal so ein Ding hier angefahren, 2 Euro oder ein Jeton für 10 Minuten Trinkwasser. Und diesen Bügel meinte Lujan gerade eben. Hier ist so ein Bügel davor, da kann man mit dieser Klokassette nicht an diesen Ablass. Wir putzen es trotzdem einmal als davor ab, aber man kann hier nicht dran. Der Ablass fürs Klo oder zum Klo spülen ist hier schön auf die andere Seite gemacht. Da kann man es dran und dann drücken. Und den hier muss man dann kein Trinkwasser füllen. Aber ja, es geht ja nicht in den Hahn rein und von außen haben wir es gereinigt. Also so kritisch ist es, glaube ich, gar nicht. Hat die letzten Tage geregnet, da war keiner. Also ich habe da nicht so viel Bedenken. Das ist mehr Kopfsache. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Naja, ich geh da manchmal ein bisschen gaga. Egal, jetzt spülen wir es einmal durch. Ich hatte jetzt keinen Bock wegen Euro da anzurufen, aber wenn es bei höheren Beträgen ruft an, drückt auf den Telefonknopf, weil die kategorisieren die Wohnmobile in der Regel falsch ein. Da muss man anrufen und sagen Campingcar und dann ist es günstiger. Wäre jetzt nämlich Klasse 2 eigentlich und nicht Klasse 3. So, wir fahren jetzt das letzte Stück nach Spanien rein durch Maut. Ja, die letzten 50, 60 Kilometer vor der spanischen Grenze in Frankreich, hier bei San Sebastian nach Spanien rein, fahrt dort Maut, das kostet, wir sagen es nachher, ich schätze mal 10, 15 Euro, aber das ist Unsinn, hier durch die Landschaft zu fahren, das dauert doppelt so lang, weil hier sind keine Route National, sondern alles nur so kleine Wege. Also da lohnt sich jetzt, finden wir, Maut zu fahren, es sind ja nur 50 Kilometer. In Spanien. Aber mit der Maut hat es nicht so geklappt. Ich habe ja groß erzählt, man muss einfach anrufen. Das war letztes Jahr so und im Frühling noch. Inzwischen ist es, naja, ich habe es einmal probiert und der hat gemeint, no. 3 Meter hoch, alles darüber ist Kategorie 3. Also bisher hat es geklappt und auch mit über 3 Meter. Jetzt klappt es nicht mehr. Naja, ich würde es trotzdem probieren. Mehr als ein Nein kann man ja nicht kriegen. Wir haben auch mal gehört, Frauenstimmen haben potenziell mehr Chance, dass sie das anpassen. Also man kann es immer probieren, finde ich, so ein bisschen zu sparen. Aber so, diesmal hat es nicht funktioniert. So. Der Tank ist leer. Ja. In Frankreich war der Dieselpreis an der Autobahn, ich glaube 1,58. Und es gibt aber auch eine spanische App zum Dieselpreise nachgucken. Ich glaube All Gas. Und da haben wir mal eine Tanke rausgesucht. So, mit Gas, All Gas haben wir gefunden 1,12, gegenüber Frankreich 1,58 und in Spanien haben wir 1,25 gesehen. Und hier kostet 1,12 der Liter, das ist der Hammer. Deshalb nutzen wir diese Apps und zwar jetzt auch wieder 1,8 Kilometer Umweg. Ein bisschen eng alles.
Ja, wir sind jetzt hier ein Stückchen südlich von Eritrea. Das war eigentlich so einer der naheliegendsten Camperplätze wirklich. Es gibt auch zwei gekennzeichnete Plätze für Wohnmobile. Aber die sind einfach sehr, sehr klein und wir und wie es aussieht, auch die anderen Camper, die hier stehen, die sind, ja, da passt man einfach nicht drauf. Ist zu kurz berechnet, ja, und sind wir halt doch ein bisschen weiter gefahren. Aber es ist schön ländlich, ruhig, war natürlich auch eine ziemlich hügelige Fahrt hierher. Ja, und jetzt sind wir erstmal müde. Pff, viel gefahren heute. Auf den ersten. Jo. Picknick auf dem Wasser. Auch hier hat es geregnet.